Herzlich willkommen zurück hier bei Wolfenstein New Order. Wir waren ja hier stehen geblieben an diesem schönen Gitter und ich merke gerade, ich kann meine Waffe gar nicht auswählen, um das hier durchzuschweißen. Das ist ja scheiße. Wollt ihr uns einen Rupper machen gerade, verdammt nochmal. Wir haben ja gerade hier den Albtraum gemacht. Ist ja echt geil. Das ist wirklich der erste Wolfenstein, glaube ich. Richtig geil. Richtig geil. So. Als nächstes sollten wir ja diesen komischen Plan hier suchen. Was ist denn das? Okay. Ich hab was gefunden. Wir sollten ja den komischen Plan hier suchen. Alter. Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. Ja, sag ich ja immer. Spülen ist wichtig. Vor allen Dingen jetzt kackt man hier oben, oder was? Das ist ja auch geil. Über allen Leuten kacken. So. Papst. Oh, es tut so gut, wieder zu Hause zu sein, Captain. Jetzt muss ich mich erstmal aufs Ohr hauen. Oh, so ein geiler Tisch. Oh, ja. Da sind die Beatles wieder. Mond, ja, ja. Will ich jetzt anhören? Ey. Vier englische Musiker in Liverpool im vom Regime kontrollierten Großbritannien, die Band Die Käfer gründeten. Ey, scheiße, warte mal kurz. Das ist mir jetzt hier voll egal. Das ist mir jetzt egal jetzt hier. Jetzt mach mal hier. Oh Mann, Alter. Das ist ja wirklich geil. Das ist ja wirklich geil. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es darauf einen Content-Claim gibt, weil das ist bestimmt kein GEMA-geschütztes Lied. Max Zimmer sein. Okay. Ich hab den Ordner gefunden. Wie geil. Kehre zu Caroline back. Caroline. Caroline. So, Caroline im Rollstuhl. So. Vielen Dank, Captain Blazkowicz. Sind Sie bereit für einen Einsatz? Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen. Und wie immer irren sie. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Vielen Dank für deinen Einsatz, Bobby. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Memo! Beruhig dich! Komm schon! Die Papiere bitte.
Aber es ist in England. Holla. Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Vielen Dank. Du Dreckschwein. Der riesige Schandfleck von einem Gebäude da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann dieses Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein, sehen Sie ihn? Anja sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Bleskovic. Vergeigen Sie es nicht, okay? Oh nein. What the fuck, Mann? Alter. Jetzt hängt alles an Ihnen, Blaskovic. Wir gehen auf die Spitze des Funkturms 7 Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Sie müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Alter, das war jetzt echt unerwartet. Mal wieder. Nein, das Ding ist leer. Ja, und jetzt? Ach so. Ja, ist mal so am Stein dran, hier so ein Auflader. Ist ja auch komisch jetzt nicht so irgendwie. Hätte auch immer voll sein können, wenn ich damit losgehe, so eine Scheiße hier immer. So. Boah, Alter. Was ist denn damit jetzt? Also ich muss jetzt woanders lang oder was? Hä? Was soll denn jetzt hier? Okay. Mann! Was ist denn das jetzt hier schon wieder? Ich geh's gar nicht. Ja, das geht schon mal nicht. Ja, hä, und jetzt? Was wollt ihr von mir? So, jetzt geh ich hier lang und dann? Ah. Und jetzt hier lang. Da ist die Tür wieder. Ich hoffe, der stirbt. Yes. Das war geil. William, ich habe hier die Baupläne des Gebäudes. Ist ein langer Weg nach oben. Ich habe keine Muni mehr. Die haben es gerade verplempert. Oberstleutnant? Aha.
Ja, dann. Hi. Nächster Halt, Venus. Was? Vor dir ist der Empfangsbereich. Geh bitte ganz bis zum anderen Ende, durch die große Tür und in die Mondkuppel. Okay. Sie müssen Erfolg haben, Blaskovic. Dann war Bobbys Tod nicht umsonst. Kein Anzeichen vom Auge von London. Scheinbar alles okay. Das Auge von London? Ja, da bin ich ja manchmal, was das sein soll. Das Auge von London. Alter, Schimmer. So. Oh oh. Was ist denn das? Ist aber nicht das Auge von London, oder? What the? Warum? War schon easy. Das war ja richtig easy. Naja, also das hätte ich mir ein bisschen schwerer vorgestellt. Also bei so einem riesen Teil quasi. Naja. Soll nicht alles immer mega schwer sein, ne? Sagen wir mal so. Okay. Ich gehe jetzt rein. Scheiße. Mann, geh doch drauf! Scheiße. Was? Von wo? Was? Was denn? Was denn? Oh yeah, baby. Was denn? Oh. Stopp. Vollidioten. Stopp. Scheißvieh. Was denn? Wieder so einer? Das ist der MG. Oh, 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 oh. Was ist denn? Du lad doch nach. Oh, oh, das tut mir leid, diese Sauereien immer. Immer so rumsauen. So. 80 Gesundheitspack. Hammer. Stirb. So. Was hier zu essen gibt. Mmh. Jetzt ein Messer gefunden? Oh ja. Oh ja. Das ist dann immer das letzte Mittel. Wo müssen wir lang? Denk mal. Was? Fragezeichen überall? Fragezeichen überall? Ist ja komisch. Was soll das alles sein? Hä? Aha.
Da sind diese ganzen Bergleute zufrieden mit neuen Arbeitsregulierungen. Wenn es ein Fahrzeichen. Nee, ist immer noch da. Hä? Ich gehe jetzt weiter. So, dann muss ich da jetzt eigentlich hier irgendwo lang. Okay, okay. Ihr seid auf dem Mond gelandet. Ich hasse den Mond. Was? Moment, Moment. Haben wir gleich. Hallo. So. Rüstungsverbesserung, yeah! 10% mehr Rüstung für Dingsterbumster, so. In der Mondkuppel findest du eine Tür zum Wartungsbereich. Such nach einer Tür in der Außenwand. Fast ganz oben in der Kuppel. Die waren echt auf dem Mond? Die Nasen? Wow. Jetzt geht er drauf. Scheiße. Jawohl! Komm her! Ich dich auch! Jetzt bist du tot! Na sag mal! Kann halt nicht sein! Komm schon! Brauch viel mehr Munition! Alter, viel zu wenig Munition hier. Wow. Jetzt geh doch. So. Manometer. Da blinkt noch was. Meins. Ist hier auch noch was? 45 schwere Munition. Sehr, sehr geil. So. What? Hinten noch was? Liegt denn hier hinten vielleicht noch etwas? Nein, schade. Und los. Was ist oben in der Kuppel? Weniger Kriminalität in Quarantäneviertel. Da gibt's sogar Quarantäneviertel. Das ist ja ein Ding. So, wo geht's jetzt lang hier? Hallo? Hab doch jetzt hier irgendwas gedrückt. Okay. Menschen im Weg. In dieser neuen Ausstellung. Aha. Also, weil ich genau gedrückt habe, werde ich jetzt mal erforschen im nächsten Part, Leute. Wir sehen uns bis dann. Ciao!